Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederick, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und berichte Ihnen im heutigen Videoblog von einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Die ist schon etwas länger her, von Mitte 2012, allerdings doch in der Praxis nach wie vor sehr relevant. Es geht nämlich um die Abgrenzung zwischen Arbeitsverhältnis und Ehrenamt. In Deutschland hat ja fast jeder Vierte ein Ehrenamt inne und man muss sich mal vorstellen, die soziale Wertschöpfung in Deutschland durch ehrenamtliche Tätigkeit beträgt 75 Milliarden Euro. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo die Zahl herkommt, habe ich hier so recherchiert, aber ob die nun stimmt oder nicht, aber man muss sich klar machen, dass da sind keine Peanuts, um die es hier geht. Dann wird einem auch die Bedeutung klar. Und es ist auch in der Praxis oft so, dass Leute in ehrenamtliche Tätigkeit beginnen. Das rät man ja auch Leuten, die auf Jobsuche sind und nichts finden. Und dann später in so ein Arbeitsverhältnis hineinwachsen. Das ist so ein bisschen der Kontext der ganzen Problematik. Und wenn so eine Tätigkeit dann irgendwann beendet ist, dann stellt sich häufig die Frage, ob ein Arbeitnehmer hier Kündigungsschutz hat. Hier ging es in dem Fall, den das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, um eine Telefonseelsorgerin. Die hatte einen Vertrag über 10 Stunden im Monat, wo sie da Telefonseelsorge betrieben hat. Die war auch ausgebildet dazu und hat dann eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro bekommen. Und irgendwann hat die Firma gesagt, also der Betreiber dieser Telefonseelsorge, ab morgen brauchst du nicht mehr kommen. Und dann quasi eine Kündigung ausgesprochen. Und daraufhin hat dann die Seelsorgerin geklagt bis zum Bundesarbeitsgericht und hat gesagt, diese Kündigung ist unwirksam, denn es handelt sich um ein Arbeitsverhältnis und da könnte er mich wegen Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes nicht so einfach kündigen. Um es gleich vorwegzunehmen, die Seelsorgerin hat verloren. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich gesagt, dass gerade kein Arbeitsverhältnis vorliegt. Denn Sinn und Zweck eines Arbeitsverhältnisses ist immer der Austausch quasi von Arbeit gegen Lohn. Wir erinnern uns, die hat hier 10 Stunden nur im Monat gearbeitet, also eine sehr geringe Zahl, 10 Stunden im Monat, und hat dafür insgesamt nur 30 Euro Aufwandsentschädigung bekommen. Das ist auch wiederum sehr wenig, das wäre quasi ein Stundenlohn von 3 Euro. Bei diesen Eckdaten hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, das reicht nicht für die Annahme eines Arbeitsverhältnisses. Die Telefonseelsorgerin hatte noch argumentiert, sie ist ja auch in Dienstpläne eingebunden und musste auch zu festen Zeiten, die ihr dann vorgegeben werden, auch tätig werden. Aber das ist auch wieder klar, dass das als Kriterium hier nicht taugt. Denn wie will man so eine Seelsorge anders organisieren? Da gibt es eine Telefonnummer, wo die Leute anrufen und die muss ja dann auch besetzt sein. Also man braucht da quasi auch so einen Plan. Das war als Abgrenzungskriterium also nicht so relevant und so, dass es dann dabei blieb, dass quasi bei dieser geringen Vergütung von einem Erwerb in dem Sinne gar keine Rede sein könnte. Das darf jetzt natürlich nicht Arbeitgeber dazu verleiten zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt immer schön niedrige Vergütung, nenne das Ganze Ehrenamt und dann kann ich die Leute ausbeuten, ähnlich wie das ja häufig bei Praktikas versucht wird. Das funktioniert nicht, denn wir müssen immer sehen, hier ist auch von der Tätigkeit her Telefonseelsorge, ist ein Ehrenamt schon eher möglich. Wenn jetzt zum Beispiel Rewe, die gerade 17.000 Euro an eine Praktikantin zahlen mussten, wenn die jetzt das Ganze als Ehrenamt gemacht hätten, hätte denen auch nichts geholfen. Denn in solchen Fällen ist dann klar, das macht derjenige doch, um erwerbswirtschaftlich auch tätig zu werden. Als Ehrenamt räumt niemand Regale ein und deswegen hat er dann auch Vergütung zu beanspruchen. Und wenn die Vergütung dann bei 3 Euro die Stunde liegen würde, wäre sie sittenwidrig niedrig, sodass der jeweilige Arbeitnehmer die übliche Vergütung fordern könnte. So wird also dieses Problem gelöst vom Bundesarbeitsgericht.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das hier immer eine Grauzone ist. Ja, also was sind noch Bereiche, wo ehrenamtliche Tätigkeit dann quasi möglich ist? In welchem Umfang ist die möglich? Da kommt es immer sehr stark auf die Einzelfälle an. Eine Rentnerin zum Beispiel, die vielleicht sagt, ich will mir noch zur Rente eine kleine Aufwandsentschädigung dazu verdienen und dann in einem sozialen Bereich irgendetwas macht, wo also zwar der Wille auch noch dieses bisschen Geld zu bekommen, durchaus da ist, die wird deswegen nicht ohne weiteres gleich in ein Arbeitsverhältnis sein. Man muss sich die Gesamtumstände angucken und da ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lassen. Denn eins ist klar, die Rechtsprechung wird nicht sich nicht leisten können, also wir alle werden uns nicht leisten können, dass man künftig alle ehrenamtlich Tätigen zu sozusagen Arbeitsverhältnissen deklariert, denn dann, das bringt enorm viele Probleme mit sich und diese 75 Milliarden, die müssen dann bezahlt werden und damit ist klar, dass in vielen Bereichen, Vereinen, Sportvereine und so weiter, die werden alle pleite, das würde das ganze System zerstören. Es wird also wohl dabei bleiben, dass ehrenamtliche Tätigkeit möglich ist und dass dort nicht die Regeln eines Arbeitsverhältnisses anzuwenden sind und dass man sich dann aber auch als Verein oder als Auftraggeber so einer ehrenamtlichen Tätigkeit natürlich sehr viel leichter von den ehrenamtlichen Tätigen auch trennen kann.